Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einem relativ überraschenden Projekt für die meisten von euch, denke ich. Vielleicht erinnern sich manche noch vor einer gewissen Zeit. Ich hole jetzt nicht mein Handy, um zu gucken, wie lange es her ist. Haben wir auf diesem Kanal ein Spiel gespielt? Ein Spiel. Programmiert von Fragezeichenman, den auf meinem Kanal vermutlich viele kennen. Es war wirklich etwas Besonderes. Wer es nicht gesehen hat, sollte es auf jeden Fall noch gucken. Es war unfassbar lustig. Vielleicht eins der Let's Plays, das mir persönlich am meisten Spaß gemacht hat. Playlist. Ich bin gut vorbereitet. Yay. Yeah. Abonniert mich. Hier ist es. Und zwar seht ihr hier auch schon. Pokémon Günther. The Broken Story. Mit einem ähnlichen Layout wie hier. Die erste Folge kam. Das ist ja echt überhaupt nicht lang her. Ich hatte gedacht, dass es 2018 war, aber das war ja erst August 2019. Das heißt, es ist jetzt ungefähr, es ist ungefähr 8 Monate her, dass wir ein Spiel von Fragezeichenman gespielt haben. Damals hatte er mir geschrieben, er wird noch ein DLC oder sowas dazu machen, wird aber 2 Jahre oder so dauern. Und jetzt hat er mich hin und wieder mal auf dem Laufenden gehalten. Und dann, vor ungefähr einer Woche, hat er mir geschrieben, ja, inzwischen ist das neue Spiel so ziemlich fertig. Und heute bin ich hier. Ich weiß nicht wirklich viel darüber. Ich habe ein paar Theorien. Das Einzige, was ich wieder gemacht habe, ist das Titelbild, das ihr gleich seht. Aber bevor wir dahin gehen, ballert hier gleich mal in die Kommentare ein dickes Herz für Fragezeichen, man. Riesenrespekt. Danke dafür, dass du dieses geile Spiel gemacht hast. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es geil ist. Es wird größer als der erste Teil, weiß ich schon. Zu Teilen schwerer. Die Story wird ein bisschen verständlicher als in Lost Worlds im ersten Teil. So wie ich es mitbekomme, gibt es dieses Mal keine einzelnen Episoden, sondern wirklich eine Story. Und eine kleine Bonus-Story, die vor dem Hauptspiel spielt. Deswegen werden wir heute auch mit dieser beginnen. Mich seht ihr wieder hier oben in der... Ich zeige jetzt dahin. Für euch zeige ich damit aber jetzt voll raus aus dem Bildschirm. Ich bin lost. Ihr seht mich oben in der linken Ecke. Natürlich noch richtig mit Skill gespiegelt. Deswegen, wenn ich meine rechte Hand hebe, ist es bei euch auch die rechte. Hallo. Und jetzt, ich hoffe, der Sound ist dieses Mal besser. Im Test war es besser als im Original. Wer sich nicht mehr erinnert, es war einfach deutlich zu laut. Ich guck nochmal hier. Rüber, ja, meine Einstellungen wurden übernommen. Dann legen wir los. Ich muss auf Englisch schalten, sonst kommen Fehlermeldungen. Das Spiel ist deutsch. Los geht's. Alle Charaktere hier sind... Ne, kennt ihr? Das Einzige, was ich hier gemacht habe. Und dabei gleichzeitig muss man sagen, dass... Ich wollte es so lange machen, aber das ist das erste Mal, dass ich ein Bild wie ich mir Silberdorf vorstelle gemacht habe. Das, was ihr dort im Hintergrund seht, der Baum mit dem Hügel, die Häuser, man sieht nicht das Gras hier in der Mitte, hinter Shiggy und dem einen Kanimani, ein bisschen heller ist. Das ist der Hauptplatz von Silberdorf, der große Hügel, der Spiegelsee. Das da ist Silberdorf für mich. Das große Haus da hinten ist das Haus, das gebaut wurde für unsere Freunde aus der anderen Welt nach der Walross Edition 3. Und es sind einige Charaktere vorhanden. Manche, denke ich zumindest mal, sind Bekannte aus dem ersten Teil, zum Beispiel Shinux und Anton, die in der Hauptgeschichte die wichtigsten Rollen gespielt haben. Dann haben wir solche wie Günther, Lord Ecke, Fragezeichenman selber. Ich gehe jetzt davon aus, dass das zweite Kanimani
auch wegen dem Namen Pokémon Günther, die YouTuber-Story, dass wir hier einige andere YouTuber noch vertreten haben werden. Zum Beispiel Magnetilo, denke ich mal. Scheiße, wer war das mit dem Magnetilo-Song? War das Bucky? Bucky, der Backpfeifenboss oder so ähnlich? Wenn der Name falsch ist, tut mir leid! Tut mir leid! Das Einzige, was ich wirklich mal versucht habe, nicht zu hinterfragen beim Erstellen dieses Bildes, war, warum Fragezeichen man wollte, dass ich da unten in die rechte Ecke ein betrunkenes Shinux packe. Los geht's. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob es irgendwelche Optionen gibt. Okay, ich merke schon. Sekunde. Ich habe mal lieber alle anderen Programme der Performance wegen geschlossen. Ich habe leider einen kleinen Lag bei meinen Inputs. Ja, Englisch. Hä? Oh, ja, wenn ich auf Sprache und nicht auf Option gehe. Ja, das passt eigentlich so, die Größe. Sollte ich nicht ändern, weiß ich inzwischen. Hier kann ich die Frames ändern. Nehmen wir mal den da. Menu Frames. Oh, so ein Retro Frame gibt's hier. Den nehmen wir. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt hier genommen wird. Medium, wie gesagt. Und damit auf in ein neues Spiel. Intro anzeigen. Ich hätte vielleicht fragen sollen. Ich gucke kurz, ob Fragezeichen Man online ist. Obwohl, no risk, no fun. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich nicht wegen der Musik geclaimed werde. Wenn ich merke, die Musik passt nicht, dann werde ich das hier rauscutten oder den Ton wegschneiden. Nimmt das Spiel meine Inputs? Ich glaube, das ist dasselbe Intro aus dem ersten Teil. Oder? Okay, von dem hier macht es schon mal den Eindruck, als wären hier... Ja, hier sind jetzt verschiedene Charaktere. Das ist anders. Pokémon Mystery Dungeon Ultimate! Everyone is here! Was ich natürlich wieder erwarte, ist, dass ich in vielen Bereichen überrascht werde. Ich meine, erinnert ihr euch noch an letztes Mal? Folge 1, Sans. Und ich konnte schon nicht mehr. Eine Frage, Fragezeichen, nein, ist das Intro eigentlich selbst erstellt? Ich find's eigentlich ziemlich cool. Latias und Necrozma. Schön nochmal an beide Gesichter ranzoomen. Es kann doch nicht sein, wie habe ich schon in diesem Intro so viel Spaß? Oh nein, ja, nein, ich mich glaube ich an das Bild. Ja, gut! Ich wusste, dass da was Seltsames war. Das Bild ist auf jeden Fall anders. Und hier sehen wir einige Charaktere. Nochmal. Ziemlich voll. Es wird viel zu entdecken gehen. Heil dich immer bei der Kangama-Statue. Irgendwas hat mein Game von innen zerstört. Steht an dem Pokédex, was es genau war. Was willst du spielen? Was? Fragezeichen, man ist gerade nicht online. Ich hoffe jetzt einfach, dass Pokémon Günther das Hauptspiel ist. Und schon ist es bestätigt! Ich bin gut! Dieses Spiel spielt vor der Hauptstory. Fragezeichen, man. Ich werde auch einfach mal aus Spaß Pixelbatsch ein Spiel schicken, das ich programmiert habe. Ja, das hat er mir erzählt. Das hier ist eher ein Spiel, das
er ursprünglich mal aus Spaß so programmiert hat für Pixelmatch. Und das hat er jetzt halt hier mit eingebaut. Oh, vielen Dank, Fragezeichen Man. Pixelmatch startet das Spiel. YouTube, eine Plattform, wo alles begann, wo die ersten YouTuber und Let's Player geboren wurden. Was? Die ersten YouTuber kommen von YouTube? Aber das tut nichts zur Sache, denn Rampenlicht. Oh, Kirby! Mein Name ist Ultra Let's Play und ich bin YouTube und ich bin LP-Professor vom Beruf. Was? Du fragst, was ein LP-Professor ist? Nun, wir studieren die LP-Mons und schauen und machen Videos gegen Bezahlung. Nein, ich krieg keinen Cent dafür. Was LP-Mons sind, fragst du dich. So ein gelbes Ding wie das hier ist es. Das ist super zum Boden aufwischen. Ey, das ist doch das arme SpongeMeryl. In meinem Aufnahmestudio. Wir machen mit ihnen gemeinsam Videos und kämpfen gegen andere LP-Mons, um der Abo-Champ zu werden. Oh, ich finde das jetzt schon geil. Aber das weißt du sicher schon. Warum erforscht jeden Tag auf neue YouTube, um Neues zu finden? Das sind alles Gründe, warum ich LP-Mons studiere. Ey, ich muss nur kurz. Aber warum erzähle ich alles über mich? Es geht um dich. Erzähl mir, bist du ein... Ich habe kurz meine Nachricht an Fragezeichen eingelöscht, indem ich ihn gefragt habe, welches das Bonusspiel ist. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Nach was sehe ich aus? Entschuldigung, da steht ein Baum dazwischen. Es ist so stumpf. Genau die Art von Humor, die ich feier. Na gut, ich bin ein... Also das hier ist wirklich Mystery Dungeon in a nutshell. Man hat die Möglichkeit, etwas auszuwählen. Oder um es mit der Walross-Edition in Dumm zu zitieren. Ich gebe ihnen zwei Möglichkeiten. Entweder sie ergeben sich. Und wie heißt du? Ah, das darf ich sogar selber machen. Ich bin der gute Günther. Ich bin Güterzug. Ich darf keinen Buchstaben mehr machen. Ich bin Güterzug. Du bist Güterzug. Güterzug, bist du bereit, YouTuber zu werden, wie keiner vor dir war? Und zum Abo-Champion gekrönt zu werden. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Und vergiss nicht, das Wichtigste, vergiss nicht Spaß zu haben an deinen Videos. Das habe ich keine Angst, ansonsten würde ich das hier nicht machen. Wow, was für ein Albtraum. Ich dachte schon, ich hätte gar keinen Namen. Ich glaube, gar kein Name wäre besser als Güter zu. Bald wirst du keinen Namen haben. Mann, ich sollte weniger Majora's Mask spielen. Ich habe Majora's Mask nie gespielt. Ich bin kein wirklicher Zelda-Fan. Du hältst das Poke-Gear und Tempo-Schuhe. Kann ich hier oben noch was machen? Warum gibt's ein NES hier und ein SNES, obwohl es da kein Pokémon drauf gibt? Wichtiger noch, es gibt kein Mystery Dungeon. Auf dem Computer kann ich nicht zugreifen. Ihr wisst alle, ich bevorzuge Mystery Dungeon gegenüber den Hauptgames. Ist das da zufälligerweise ein Pokédex? Das war zufälligerweise ein Pokédex. Moin Leute, ich bin's. Ich sollte eigentlich nicht hier sein. Ja, dann verpiss dich. Achtung, wilde LP-Mons können sie angreifen. So als wäre uns das nicht scheiße. Ich hab meinen Spaß jetzt schon. Ich glaube, das wird wieder ein sehr cooles Let's Play. Oh, hi, Polizei. Die Kids heutzutage tragen ständig Masken. Ach, was? USK 18, ab 18 nicht für Pokémon-Trainer freigegeben. Und wisst ihr, warum das ist, USK 18 nicht für Pokémon-Trainer freigegeben?
weil alle Pokémon-Trainer nicht altern. Die Tür ist geschlossen. Wahrscheinlich musst du vorher noch was anderes machen. Warte, was denn? Ich habe doch meine ganzen Items geholt. War in der Polizeistation. Briefkasten von Güter zu. Hey, schon besetzt hier über... Hier ist über Nacht besetzt hier. Ey, ist das eine Anspielung auf Spearas in Pokémon Rot? Mystery Dungeon Team Rot? Wenn ja, fände ich das toll. Was auch toll ist. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich machen soll. Hier ist das Zeug, das du dir bestellt hast. Danke, Mom, leck mich. Der sollte nicht hier sein. Tutorial-Stadt. Eine Stadt, bei der man nicht weiß, warum sie so heißt. Weil hier das Tutorial ist. Ich bin gerade wirklich ein bisschen... Ich bin gerade wirklich ein bisschen aufgeschmissen. Jetzt mal im Ernst, was kann ich machen? Ich meine, die Tür ist zu. Wahrscheinlich musst du vorher noch was tun. Es gibt eine Schuhbox. Oha, was? Das sind all die Musiken, die in dem Game drin sind. Aber... Ich mach lieber so. Ja, heute gestartet. Ich habe nichts. Ist es jetzt ernst gemeint? Ich werde jetzt schon Hilfe brauchen. Ja, was denn? Ich bin jetzt halt schon hier gerade... Guter Let's Play Beginn. Glaubt mir, wenn ihr das Original verpasst habt, sowas wird wohl öfter vorkommen. Ich muss noch was erledigen, was? Denn du sollst nicht hier sein, das weiß ich. Ich kann hier nirgends lang, hier ist alles versperrt. Hier random langlaufen bringt's ihm ja auch nicht. Leute, wir haben einiges vor uns. Ich musste mit dem Busch hier reden. Nein, eine Pflanze, die größte Schwäche für einen Trainer. Ich frag besser nach Rat. Warum? Ich musste mit der Pflanze reden. Jetzt komme ich ins Labor. Moinsen, willkommen. Such dir doch ein LP-Mon aus. Deine 10 Jahre sind schnell vergangen. Nimm dir eins dieser... Eigentlich will ich nur den Busch loswerden. Nehmen sie, sonst sind sie ausverkauft. Aber was ist, wenn ich keins will? Dann erschlägt dich der Busch. Okay, ich... Was habe ich denn zur Auswahl? Batman. Spyro the Dragon. Und Mario.
Ah, ich müsste jetzt halt wissen, was die können. Spyro the Dragon klingt am ehesten ja nach so einem Glumanda-Verschnitt. Batman so ein Zubat und Mario kein... Ich bin hier. Ich bleib mir als Nintendo-Spieler treu. Ich hol mir Mario. Und zwar nenne ich Mario... Luigi. Ah, du hast dich entschieden. Mario ist eine gute Wahl. Solange du einen NFP-Mon bei dir hast, wirst du immer gefilmt, egal wohin du gehst. Ich let's play das Spiel mit Facecam. Was ist denn sonst den ganzen Tag bei mir los? Auf einmal liegt hier nur noch ein Ball. Ah ja, das ist die Erklärung, warum man nur einen Starter kriegt. Die Taschen sind zu klein für einen zweiten. Ich denk mal... Willst du ein LP? Oh, warte, noch nicht. Hier. Und zwar... erstmal, warum heißt's Lugi? Hab ich mich vertippt? Bin ich dumm? Ich bin offensichtlich... Glumanda, Summary! Shiggy! Das heißt, Batman war wohl Bisasam. Wir haben jetzt Lugi. Komm, wir geben jedem Pokémon jetzt einen Namen, wo mindestens ein Buchstabe fehlt. Ich meine Güter zu. Ich benutze ein LP-Mon. Setze irgendwas ein, was einen Busch besiegt. Ich kann nicht hinschauen. Wie ich sehe, scheiterst du gerade an einem Busch. Ich heiße Pokefins und ich kenne nur einen einzigen Weg, um den Busch loszuwerden. Muss ich gegen einen Busch kämpfen? Der wäre... ich muss nicht den Busch besiegen, ich muss... ihn besiegen! Du musst mich in einem 1v1 besiegen, dann werden die YouTuber entscheiden. Ich bin Güter zu! YouTuber Pokefinst will kämpfen. Ja, das wäre mein Bisasam, mein Boy. Los, Lugi! Heu leiser! Alter, diese Maske. Ich hab ewig nicht mehr mit Maske aufgenommen. Okay, das sah so komisch aus, der Rahmen, aber nur weil ich nicht da drauf. Uff. Jetzt mal im Ernst. Okay, ich dachte, er macht mehr Damage. Der Kampf wird nervig, aber wir gewinnen ihn. Oder auch nicht! Also das mit dem Nervig. Lugi! Oh, die Erfahrung. Das ist auch noch so eine Sache aus dem ersten Teil. Ich denke aber, man kann das nicht groß ändern. Haben wir halt ein bisschen Zeit, um die Kämpfe nochmal Revue passieren zu lassen. Und ich sollte wieder... ihr habt nichts gesehen. Jetzt mal im Ernst, ihr könntet theoretisch pausieren, aber da würdet ihr sehen, dass ich Fragezeichen-Man gefragt habe, wie es weitergeht. Und er hat mir geschrieben, dass die größte Schwäche eines Trainers ein Busch ist. Güter zu. Ah, du bist würdig. Gewinnt gegen YouTuber Pokefinst. Ich werde dich weiterverfolgen und eines Tages werde ich Red besiegen, verspreche ich dir. Okay, der Busch ist weg und dabei hatte das Pokémon nicht mal Scheren. Was? Route 10.002 ist und bleibt eine Route unter LP-Trainern. Was ich vorhin gesehen hatte noch. Die Map, wir haben nämlich... Das ist nicht die richtige Map, aber wir können uns vielleicht vorstellen, wie groß das ist. Wir haben hier eine Route, eine große Stadt. Also ihr seht, ist nicht so groß, wie ich es auch erwarte, wenn überhaupt die ganze Map genutzt wird.
Ah, das ist die Running Shoe Gedönse. Nintendo Switch. So als hättest du eine Chance gegen mein Taub. Sie setzt Sandwirbel ab. Ich wollte noch mit dem anderen. Ich hab schon einen Abonnenten, weil ich Pokémon Go spiele. Das ist immer noch die Routenmusik, oder? Gary! Ja, ist sie. Da muss ich noch mal checken, was los ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Plan ist. Ja, ich mach deutlich mehr Damage. Tschüss, Gary! Nimm's nicht persönlich! So, ein paar Erfahrungspunkte gönnen. Die reichen nicht für ein Level, ne? Habe ich mir. Der hat zwei Garys! Aber ich gewinne auch nochmal. Schöner Hit. Einer mehr und wir haben den ersten Pokéfins gab's nicht. Den ersten Routentrainer in diesem Spiel besiegt. Lugi kriegt noch ein Level up. Und Lugi hat Blubber erlernt. Und ich habe den Camper Pokegame. Ich sollte echt mehr richtiges Pokémon zocken. Zocken Mystery Dungeon! Was? Auf Level 7? Lugi entwickelt sich! Walugi! Es ist Walugi! Wie? Was geht hier drüber ab? Nichts mehr. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge von Pokémon Günther die YouTuber-Story weiter an dieser Stelle. Ich guck nochmal wegen der Kampfmusik bis dahin. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo, auf jeden Fall fettes Herz an Fragezeichen, wenn in die Kommentare meine Finger stehen gar nicht im Weg, wenn ich das so forme. Bis dann. Ich kann das so nicht. Und ciao, ihr habt's nicht mal gesehen.